Ah, das war eine helle Zigarette. Ja, ein langes Brünzle. Du, es ist so viel abgegangen auf Social Media. Ah. Hm? Mhm. Ja, du hast noch was, du hast noch was in Schacht drin. Ich sehe es. Du hast noch was in Schacht reingerührt. Sag du ihr. Du hast ja schon auch die harten so Bruderschaftssprüche drauf, wenn es muss sein, hä? Voll. Voll, aber das ist auch meine Baustelle aus meiner Baustellezeit. Ja. Okay. Ja, fertig. Ja. Und der Schnupfsprüch. Ja. Preise, hä? Preise. Ja, das ist eben alles. Da bin ich nie so richtig dabei gewesen. Aussenseiter. Mhm. Ja, lass uns auf die Frage zurückkommen. liebe Christine. Mhm. Ich fade mal aus. Dass wir hier Ruhe haben. Ja. Ja. Ruhe haben. So, zu der 30. Sendung, die wunderbare Frage, was wir denn an uns so mögen und was wir gegenseitig, ich am Flo mag und der Flo an mir mag. Schon jetzt irgendwie, wie lange kennen wir uns, Flo? Ja, so aus den 90er. Voll, gell? Ja, aus den 90er. Ich glaube, also nachher, oder? Oberstufe. Ja. Aber dort wüsste ich nicht genau, wo denn wo. Also es ist dann schon einer so ein bisschen, ich bin schon älter. Und, sehen wir nicht, sehen wir jetzt auf den ersten Blick nicht. Aber du bist ja der Älter von uns, also nicht nur der Schlauer und der Schöner, auch noch der Älter. Ja, scheisse gelaufen. Oh, schön, schön. Ja. Kannst du noch mal sagen? Ja, der, was habe ich gesagt? Genau. Was? Was? Ja. Mhm. Ja, eben, also, das ist ja wirklich noch krass, weil die Frage, was ist die Frage? Was gefällt dir an dir? Was magst du an dir? Was magst du an dir? Gell, was magst du an dir? Mhm. Genau, löst eigentlich als erstes, und das ist schon abgefahren, oder, die Reaktion aus, was ich alles nicht mag. Voll, ist mir auch passiert. Ist dir auch passiert, hä? Ah, okay. Mhm. Aber ist das Gleiche wie an dem Bewerbungsgespräch. Aha. Ja, dann. Irgendwie. Kenne ich nicht so, aber ja. Wo viel einfacher ist, um die Sachen positiv formulieren, die negativ sind, als umgekehrt. Mhm. Mhm. Und die selbst, mir hat einmal ein lieber Mensch gesagt, man muss auch nicht immer alles benennen. Schon wieder. Das finde ich, find ich eben auch noch schön. Kommt er wieder, ist so, ja, das ist eine Rückblicksendung heute, ja. Voll. Aber ist ein bisschen ein Abtauchen vielleicht auch. Ja. Vor, genau. Alles, ja, alles benennen. Mal, ich möchte jetzt benennen, was ich an mir mag. Aber eben, also das Erste ist quasi, ich würde eigentlich fast, weißt du, so aus dem Reflex aus lieber über das reden, wo man nicht so passt. Der zweite Reflex ist, braucht jetzt aber auch noch ein bisschen Mut, das irgendwie zu benennen, so vor so einer breiten Öffentlichkeit. Weißt du, mehr ins Büchli schreiben ist dann irgendwie das Einten, oder? So für Self-Compassion, so ein bisschen, ja, weißt du, also ich finde jetzt mit Zechen schon eigentlich noch okay. Ja, im Tagebuch, genau. Dort, ja, genau. Eigentlich reinschreiben. Genau. Der Zechen mag ich. Aber dann so sagen, also aussprechen, glaube ich, ist auch nochmal eine Ebene. Und dann noch quasi öffentlich, oder? Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich mag meine Flanell-Hemper, Flaneux. Wäre jetzt nicht so quasi, was mag ich, also das ist ja an mir. Wäre aber abgelenkt, hätte sie nicht gern, wenn ich ablenke. Nein. Da kommt das nächste Mal eine fiese Folgefrage, wo sie mich wiederholt und sagt, ja, da darfst du dann übrigens nicht, das ist dann schon so. Ja, eben. Und insofern, ist es noch lustig, weil wir sind vorher irgendwie so, da wir uns ja bestens vorbereitet immer. Oh. Ja, wie in den Sinn kommen, weißt du, Sachen, wenn ich so sage, ja, okay, ich mag eigentlich das Wilde noch mehr, im Sinn von, dass ich eben eigentlich das Piratentum und so, das finde ich eigentlich geil. Und höre aber nachher kaum, sage ich es, auch schon wieder, 1000 Stimmen, die sagen, ja, aber für dich ist es ein bisschen streng. Es mag ja für dich gut sein, aber für andere ist das noch streng. Und so weiter. Und das hört dann fast wie nicht auf. Aber ich muss sagen, ich mag wirklich meine Unternehmenslust.
ich könnte den ganzen Tag Zeug unternehmen. Also ich bin wirklich, also falls es mal so ein Grundeinkommen gibt, wäre ich dort wirklich gerne ganz vorne im Wägeli, um einfach zu sagen, ja, ist okay, weil ich habe so viel vor. Und ich habe keine Zeit, um mich zu fokussieren und irgendwie, eigentlich habe ich gar keine Zeit, um Geld zu verdienen, ehrlich gesagt. Sondern ich würde gerne Zeug machen. Und Zeug. Da vielleicht noch einen kleinen Einschub von meiner Seite, vielleicht einen kleinen Buchtipp, wo du diese Woche auch noch auf deinen Kanal rausgehauen hast, wo wir uns beide zu Gemüte geführt haben, aber ich weiß gerade den Titel nicht mehr, so im Sinn von Fokussieren. Nein, Tausend Sassen, Multitalent und noch etwas. Genau. Würden wir also auch in die Show Notes tun dann, weil das ist schon auch nochmal so augenöffnend, finde ich. Mhm. Und da gibt es aber im Fall noch eins, da rühren wir gerade noch eins nach, und zwar von der Barbara Scher. Gell? Kannst du mal einschreiben, S-H-E-R. Genau, und die sagt quasi, ja, also, okay, wie ist der Buchtitel? Ja, aber die sagt so ein bisschen, ja, aber weißt du, so im Sinn, sure, ja, genau. Weißt du, so im Sinn von, du kommst trotzdem irgendwie an dein Ziel mit auch viel Zeug, weißt du? Also, auch wenn du viel, warte mal, ich muss es genau sagen, es geht nicht. Sehr schön, weil ich mag das eben noch, wie sie es eben sagt. Sie sagt eben, du musst dich nicht entscheiden. Ja, Heiland, Holland. Da, du musst dich nicht entscheiden, wenn du 1000 Träume hast. Und die, das ist eigentlich auch so ein Best-of-Ding, zum eben auch für die, die wirklich viel vorhaben und viel Bälle in der Luft und sich den ganzen Tag Scheiße finden. Und das, was spannend ist aber wirklich an dem Buch, wo ich habe das zweite Mal postet auf LinkedIn und es ist wieder durch die Decke, view-mässig und so, in meiner Abteilung, Liga, ist das eigentlich ein viel gesehener Beitrag und die Leute reagieren immer mit wirklich viel Aufatmen. Das ist wirklich, ah ja, das bin ich und ah, endlich, wenn man mir das schon früher gesagt hat, dass ich okay bin und mich nicht den ganzen Tag sagen, mach doch nur etwas und so weiter, oder? Also das ist wirklich auch ein schönes Vakuum in der Gesellschaft, dass quasi die, die gerne viele Sachen machen, den ganzen Tag gesagt wird, nein, musst du ein bisschen fokussieren. Ja, es ist halt das ewige bekackte, der ewige bekackte Konformismus. Voilà. Oder? Genau. Aber da sind wir schon wieder negativ. Wir bleiben beim «Was mag ich an mir?». Also meine Unternehmensfreude, sage ich mal, die mag ich. Dann mag ich, dass ich, schon, ich mag, dass ich experimentieren mag. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie finde, dann mache ich nichts. Obwohl manchmal sage ich, dann mache ich jetzt nichts und schießt mich an, mache ich nicht. Aber dass ich es irgendwie trainiert habe, dass ich doch dann Lust habe, zum Zeug ausprobieren. Das Experimentieren und das auch irgendwie wählen, herausfinden und nicht einfach sagen, ja, kann man nichts machen. Ja, ist halt so. Das habe ich nicht. Die Menschen sind auch okay, aber die interessieren mich nicht so. Und ja, ich mag auch, dass ich nachher, wenn ich etwas mag, dass ich dann dort wirklich, dort gebe ich alles. Da mag ich auch wirklich, da mag ich auch alles geben. Und ich mag auch, ehrlich gesagt, die Haltung von dem All-In. Ich mag nicht taktieren. Ich mag nicht, das ist jetzt wirklich aus dem Human Design rausgekommen, dass man wirklich im Sinn von, da gibt es scheinbar tatsächlich so ein, also, wissen wir auch, aber es ist dann wie so, vom Charakterzug her oder von wie man konstituiert ist, dass jemand wirklich, also im Geschäft wirklich so anders ist, wie er sonst im Privaten ist. Also wirklich krasse Training, aber weißt du, so wie bei Nature. Das ist denen wohl so, die möchten das so. Und das bin ich ja extrem nicht. Also wenn du mich kennst, bin ich, egal wo ich bin, kann man wahrscheinlich über den Flo sagen, der ist so. Und da mag ich eben auch sehr an mir. Weil ich mag die Training nicht, deswegen habe ich nachher auch irgendwie von dem One Life ja noch gerne geredet, irgendwie anstatt eben Balance und Training und so, finde ich wirklich mühsam, sondern ich hätte gerne einfach eins. Und das habe ich, glaube ich, so, das mag ich an mir, dass ich das kultiviere. Und auch mag an mir. Dass man mich auch lesen kann. Ich finde das okay, dass man weiss, mit wem man es zu tun hat, wie man es zu tun hat, was man bei mir kann rechnen und was aber auch wirklich nicht. Und so. Ja. So.
So nicht telefonieren zum Beispiel. Ja, ja, gern. Immer wieder gern. Rückblickend aus der Sendung 17, genau. 13 und 12. Genau, nein, gerne nicht anrufen. Mhm. Lange drei Sachen. Also Unternehmenslust, Experimentierfreude und dass ich wie einfach so bin, wie ich bin. Nicht im Sinn von so bin ich und so bleibe ich, sondern ich verändere mich auch, aber die Leute können mich lesen. Sehr schön, ja. Gefällt mir. Und kann im Fall auch... Nein, du musst Sachen sagen, die ich noch nicht gesagt habe. Hat sie gerade noch gesagt vorher? Nein, ich kann nicht wieder sagen, kann ich alles auch. Das wäre das Einfachste. Ja, die drei auch. Genau. Also next. Ja, dürfen wir nicht. Ich wollte sagen, kann ich mit dem Aussenblick auf dich so eben auch bestätigen, die Authentizität zum Beispiel. Das ist wirklich ein Wort, das ich nie kann sagen. Nicht, hä? Die ist... das ist wirklich etwas bei dem Wort, muss ich schnell sagen. Bei das Wort kann fast niemand so sagen. Also wenn es jemand nicht... Also man kann das Wort fast nicht sagen, ohne dass man sagt, dass man es nicht kann sagen. Ist so, Authentizität. Ja, ich weiss nicht. Manchmal hast du bei mir auch. Aber es ist so das Wort. Jetzt hat eben noch das T gefehlt. Authentizität. Authentizität, ja. Weiss, ja. Das T ist so ist manchmal... Aber es ist wirklich, das muss man. Und es ist aber das Blöde, dass das ein Trend ist, Authentizität, und dass dann quasi die Leute das gerne sagen und sagen, wenn, und es gibt nichts anderes, und dann immer müssen sagen, ich kann es eben nicht so sagen. Ja, also nimm schnell noch Google führen und frag sie noch schnell nach einem Synonym. Vielleicht finden wir ja das gerade noch raus, dass es nachher allen Menschen viel einfacher fällt, um das Wort nicht müssen sagen, aber das Gleiche ausdrücken und meinen. Service oder Menschheit. Okay, ja. Google. Ein Synonym für Authentizität. Webseite wird geöffnet. Merci. Ja, freut mich. Ja, dann hätte ich es halt aufgemacht. Also Echtheit wäre so das Erste. Ja. Mhm. Und da drin ist nachher so Sicherheit, Wahrheit, Verlässlichkeit. Dann gibt es als Zweites Glaubwürdigkeit. Da kommt Zuverlässigkeit, Echtheit, Glaubwürdigkeit, Verantwortung. Dann drittens kommt Ehrlichkeit. Da ist Transparenz, Loyalität, Integrität, Offenheit, Wahrhaftigkeit. Du, das mit dieser Integrität ist auch so ein Schwurbel, wo ich auch nie ganz... Weil da gibt es Menschen, die das mega wichtig finden. Ich habe auch jetzt mal eine in einem Podcast gehabt, die gerne über Integrität geredet. Und das ist wirklich ein Wort, das in meiner Welt nicht vorkommt. Nein, bei mir auch nicht. Ist das ein Problem? Ist das integer? Ja, nachher. Ja, Nein, kommt bei mir auch nicht vor. Also die sagen da Echtheit, Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Glaubhaftigkeit und Natürlichkeit mal. Ja gut, da Echtheit finde ich trifft es am besten, ist nicht so sexy, wie es andere tönt, aber eigentlich beschreibt schon sehr, sehr genau, was man eigentlich meint, oder? Ist noch lustig, was ist eigentlich der Unterschied so richtig, weißt du, zwischen also Glaub und dann Würdigkeit oder Haftigkeit? Würdig, haftig. Ja, haften tönt für mich immer so nach haften. Ja, das ist... Wenn es nicht bist, dann gibt es einen Stockschlag auf Finger. Okay. Und würdig ist eben... Also würdig und haften ist schon, sind komplett unterschiedliche Wörter, oder? Ja, voll, aber eben, also, was ist du, ja genau, und was ist aber also zwischen so die Würde und das andere ist aber haften für etwas, was du nicht machst. Ja, also weißt, da kannst du... die beiden Hobby-Etymologen. Genau. Gehen wir doch zurück ganz, zu uns, ganz, weil über ganz mich ganz kann ich reden. Ja, ich mag an mir, dass ich gerade so ein bisschen meine Sensibilität, wo ich glaube ganz... lang irgendwie so ein bisschen unterdrückt haben, wie langsam lernen lieben an mir. Und auch so ein bisschen akzeptieren, dass es eben wie da ist, wo mir ganz viel so ein bisschen auftut, auch wenn, das ist dann das Nächste, so, was ich mag an mir, ist, dass ich wie nicht kann hören, reflektieren. Also das ist so wie auch drin. Vielleicht ähnlich, wie du vorhin gesagt hast, die Leute, die wo wir quasi privat und Firmen Habits trennen und dass das so wie gelebt ist, was ich dort eben nicht so richtig glaube, weil ich glaube, das ist einfach indoktriniert oder reingehämmert. Aber bei mir ist das auch ein bisschen so, also das Reflektieren, das ist einfach, das ist weit drin. Mhm. Und ich glaube aber auch,
vielleicht auch eine kleine eben das hat ja auch eine History, warum ich das liebe an mir. Also Liebe finde ich ein bisschen gross ausgedrückt, aber ich mag das an mir. Und ich mag das aber auch, dass ich genug offen gewesen bin, dass scheinbar auch von meinen Eltern oder insbesondere von meinem Vater irgendwie mit aufgenommen zu haben. Ich glaube, das ist jetzt schon noch so ein bisschen im Verdienst dahin oder im Verdienst von ihm. Und ich mag das aber noch, dass ich da wie nicht, ja, dass ich das wie irgendwie geschafft habe, um das aufzunehmen, was mir heute auch irgendwie, was ich noch mag, auch als Drittes, ist so ein bisschen die Resilienz, die ich glaube, wo mir recht stark ausprägt ist. Resilienz geht ganz viel. Und das sind so die drei Parts, also Resilienz, aber auch das Gespüren durchs Reflektieren, also das Reflektieren ist das Zweite, und durchs Reflektieren merke ich aber auch, ja, dass ich ganz einen Haufen Sensibilität in mir habe oder einen Haufen sensible Sachen an mir habe, die ich ganz lange verdrängt habe und wie merke, dass ich das zulasse langsam. Das ist aber ein Prozess, bin ich noch ein bisschen dran, aber es kommt immer besser. Und das mag ich noch, dass ich zu dem stehen kann. Was macht denn so die Aussenwelt mit dem, dass das jetzt so für dich, weißt, entschieden hast, dass das auch mehr leben oder mehr führen? Ja, ist noch schwierig. Also ich meine, es wird natürlich viel irgendwie, man muss aufpassen, dass es nicht quasi eine Diagnose ist, oder? Also wenn ich so ein bisschen eben mein Leben reflektieren oder auch probiere herauszufinden, was ich übrigens ja schon lange mache, also probiere immer wieder herauszufinden, warum bin ich, wer ich bin. Mhm. Übrigens auch etwas, muss ich gerade noch schnell einschieben, wo du vorher gesagt hast, ist ja auch etwas, also dass ständig über etwas nachdenken kann, das hört ja wie nicht auf. Und ich glaube, das unterscheidet jetzt mich auch noch, glaube ich zwar unterscheidet uns beide auch von anderen, dass es einfach einen Haufen vielleicht für uns relevante Sachen gibt, die für andere total belanglos sind, wo wir uns aber wie nicht können aufhören damit zu befassen. Ja, das ist lustig, da habe ich sogar eine Begründung. Sehr schön. Im Human Design habe ich das wieder, wo ich so ein Reading ja gemacht habe. Das war der letzte Podcast vom Possibilist mit Beate Brand, der Wunderbaren. Und die haben so ein Reading gemacht, so ein Human Design Reading. Und da gibt es einen Teil, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heisst oder so, ist ja wurscht, wie es heisst, die sechste Linie oder irgend sowas. Da wirst du halt so typologisiert. Ja. Und da steht nachher, quasi, wenn mir jemand das Thema reinkippt, dann denke ich 3 Tage darüber nach, komme dann und sage, du, ich habe mir das und das überlegt und weißt, das könnte das und das sein. Und die andere Person, die mir aber die Frage stellt, sagt, was? Was habe ich gefragt? Ja, genau. Und das ist, also man grübelt quasi, jetzt nicht im Sinn von grübeln, einfach ewig vor sich her grübeln, ein Problem, sondern wenn einer etwas oder jemand etwas reinkippt, dann nachher denke ich gern darüber nach auch, oder? Und beim anderen ist es schon also in dem Moment, wo er es gesagt hat, ist es eigentlich schon erledigt, weil ja, ist ja gesagt und braucht auch gar keine Lösung und ich hätte einfach gern eine Betrachtung. Ja, oder die Lösung ist manchmal mit viel kleinerem Lösungsansatz eigentlich erledigt. Und bei mir bleibt es dann. Es kann auch sein, dass es dann gerade schnell nicht mehr sehr präsent ist. Aber ich laufe irgendwie 2 Tage später an irgendeine Situation an und dann merke ich, hey, da gibt es eine Verbindung. Da hat mir doch der gesagt, der hat das Thema. Ja. Und jetzt laufe ich da das an und da ist eine Verbindung da. Also das muss ich jetzt irgendwie kundtun. Und dann merke ich aber auch, dass die Verbindungen nämlich viel zu weit sind und zu anstrengend für die Leute. Und das ist jetzt noch eine lustige Idee, aber und so. Und da denke ich mir, aber das ist jetzt so gerade plakativ. Also muss man doch jetzt wie machen, oder? Ja. Wieso? Ja, mir passiert das eben noch viel, aber auch mit kleinen Sachen. Ich kann kaum in die Stadt fahren, ohne dass ich irgendwie studiere, warum man jetzt Lichtsignal, also weißt du, jetzt auch nicht wahnsinnig vordergründig, aber ich merke einfach, ich studiere darüber nach, warum man jetzt Lichtsignal gerade
so eingestellt ist, dass jetzt nur 3 Sekunden grün ist und nachher rot. Und studieren dann, du, das letzte Lichtsignal ist doch so gewesen und das könnte man auch anders machen. Oder das ist permanent. Oder wenn es auch angeschriebene Autos, ich lese immer, ich kenne jeden scheiß Lastwagen, den ich gesehen auf der Straße, ja, lese ich, was da drauf steht. Also automatisch passiert ja drauf. Und ich überlege mir dann immer irgendwie etwas dabei. Ja, ja, genau, das zu dem Thema. Und zum Reagieren vielleicht nochmal zum Zurückkommen zu dieser Frage. Also eben, dort finde ich noch schwierig. Also solange ich das für mich mache, ist ja das super. Wenn du es probierst zu vermitteln auch, oder auch vielleicht Sachen machst, wo jetzt vielleicht ein anders sind, eben, dann muss man plötzlich aufpassen, dass es nicht eine Erklärung wird für etwas, wo auch ein Habit könnte sein. Also dass quasi dann wie eine Diagnose, als Diagnose wahrgenommen wird, sagt, ja, du bist halt ein bisschen sensibel, muss ich sagen, nein, das geht es gerade nicht. Sondern es geht darum, ich habe etwas bemerkt und mache mir Gedanken dazu, wo jemand andere jetzt vielleicht das einfach übersieht oder halt nicht sieht oder was auch nicht schlimm ist. Und es ist vor allem auch, und das finde ich noch ganz wichtig, es ist ja nicht etwas, wo es geht nicht um besser oder nicht besser, sondern es geht darum, es geht mir nur darum, ich will herausfinden, warum ich auf gewisse Situationen reagiere, wie ich reagiere, oder was sie mir auslöst. Das will ich herausfinden. Ich will nicht herausfinden, ob ich jetzt sensibler bin als eine andere Person. Es ist überhaupt keine Wertung dort drin. Und da merke ich aber jetzt gerade in dem Thema, wird das automatisch gewertet. Weil wenn du sagst, ja weißt, das erlebe ich jetzt gerade so, weil ich habe sensible, also weißt du, jetzt ein einfaches Beispiel, ich bin extrem sensibel auf Helligkeit. Ich muss auch, wenn es sobald es ein bisschen hell ist oder so, lege ich die Sonnenbrille an, wenn es Nebel ist. Und wenn du dann irgendwie sagst, ja, es ist einfach, weil ich habe einfach sehr empfindliche und irgendwie sensible Augen, dann kommt dann schon manchmal irgendwie so, ah ja gut, mich blendet schon auch. Also irgendwie so, wo du irgendwie merkst, ja, aber es ist im Fall nicht wertend, sondern es geht mir einfach gerade besser, wenn ich Sonnenbrille anhabe, weil es mich blendet. Ja. Und da gibt es dann auch tiefere Geschichten, wo du dann plötzlich merkst, ja, musst einfach irgendwie wie, aber dann bin ich auch schon wieder, wie du das vorher auch irgendwie probiert hast zu erklären, ich habe dann auch schon wieder 1000 Bilder im Kopf, warum es jetzt das eben nicht gut ist. Und das haben wir aber auch nur so, weil wir eben einfach schon wieder reflektieren, oder? Jemand anderer läuft ja einfach geradeaus und sagt, du, schau, so ist es. Und überlegt sich auch gar nichts dabei. Ja, und lustig finde ich, weil ich habe eigentlich gar nicht so das Problem, dass sich jemand nichts dabei überlegt. Das Problem ist nur, wenn ich natürlich auf so Leute treffe, lustigerweise ja immer ich das Gefühl habe, ich muss mich dann ihnen anpassen. Ja, ich auch. Und sie haben dann nie das Gefühl, sie müssen sich mir anpassen. Genau. Vielleicht ist das ja auch nicht möglich. Aber da finde ich halt... Ich glaube, man müsste sich wie einfach einmal darauf einlassen. Und man kann es aber schnell auch immer abtun, im Sinn von, ja, das ist jetzt einfach ein komischer. Oder der ist jetzt einfach so schnell. Oder der ist so wirr. Oder der ist so unfokussiert. Oder er ist, also weißt du, es gibt tausend, das ist so ich weiß auch nicht, der Bias, der Verschwörungsbias. Oder? Vielleicht kann man dem so sagen. Du kannst jede Diskussion in 3 Sekunden beenden, indem du sagst, ja, das ist eine Verschwörungstheorie. Und du kannst aber auch jede Diskussion, oder ich muss mich nicht auf dich einlassen, weil ich einfach sage, hey Flo, look, du bist mir einfach, ich verstehe dich nicht. Oder es ist mir zu wirr. Also habe ich dir übrigens auch schon gesagt. Ja, genau. Und trotzdem hocken wir jetzt nicht irgendwie 40 Stunden. Ja, das ist mehr therapeutisch, damit, weißt du, am Schluss du einfach eben endlich mal sagst, ja, okay, jetzt habe ich dich verstanden. Ich lerne. Ja. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Hey. Und das wäre es ja manchmal auch. Vielleicht in dem Kontext. Also, ja, aber die anderen sollen sich mal darauf einlassen. Nicht ich muss dann jedes Mal mich annähern. So würde nein, ich das eben. Aber das meine ich, es wäre ja mal schön. Es wäre ja mal schön, das klingt jetzt auch so wieder so erhaben, aber ist es gar nicht gemeint. Es wäre einfach einmal schön, ja, wenn man sich würde irgendwie verstehen. Es ist manchmal so Turmbau zu Babel, oder? Das kenne ich nicht so, die Geschichte, aber ja. Ja, einfach du redest mit Leuten und merkst, wir reden einfach
irgendwie ganz eine andere, entweder haben wir eine andere Sprache oder man redet irgendwie aneinander vorbei oder und auch mit viel Erklärung und so. Ja. Und selbst wenn ich das jetzt sage, gerade, dann habe ich schon wieder das Bild von, eben, wie überheblich redet denn der Luther wieder, weil, was hat das Gefühl, ich verstehe, der andere versteht mich nicht. Das hat gar nichts mit dem zu tun, sondern es ist einfach die Realität. Also entweder rede ich komisch, das kann durchaus auch sein, weil das merke ich übrigens auch im Podcast manchmal, dass ich natürlich nicht sehr ausformuliere, du mich aber trotzdem verstehst. Ja, und ich auch wirklich von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen verlangen, dass das einfach auch verstehen. Ja. Ja, aber ich habe das jetzt auch mit dir 20 Jahre trainiert. Vielleicht, ja, liegt das auch. Ja, gut, aber also, da haben wir ja Pause gehabt. Wir haben ja nicht pausenlos irgendwie Training gehabt. Mal pausenlos. 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 Mhm. Mhm. Ja, da. Könnten wir uns verfangen darüber. Aber ich wäre einmal noch froh, auch da würde ich gerne mal das noch in einem grösseren Gremium besprechen. Und ich würde es vor allem auch gerne mal besprechen mit jemandem, weil da merke ich auch, dass sich ja dann die Peer Group wiederum, also du suchst dir ja dann die Menschen ja auch logischerweise aus, wo du irgendwie so Themen kannst besprechen und ja, wo du dann verstehst, wo du die gleiche Sprache redest oder eine ähnliche Sprache, aber cool zum Weiterkommen oder cool zum Herausfinden oder cool zum Researchen oder cool zum einfach irgendwie, ist ja das Kontroversen. Also darum gerne einmal das andere hören im Sinn, aber schon, weißt du, in dem Thema rein. Sagen du, irgendein Mensch, der sagt, nein, das verstehe ich zum Volk gar nicht, was du da erzählst, aber lass uns darüber reden. Ja, eben. Ich kann gerade wieder sagen, ich meine, der mit irgendwie permanent oder Knacknüsse umeinander lutschen, muss der wirklich sagen, da habe ich keine Lust mehr im Leben. Also ich habe wirklich total Lust, mit Leuten, die auch reflektieren, zu reden. Und dann sind die aber anderer Meinung. Da finde ich geil. Aber einfach jemand, der wirklich gar keinen Plan hat. Und, also das ist okay, das ist einfach wirklich, da bin ich nicht mehr zu haben dafür. Ich muss niemandem irgendwie zuerst mal erklären, warum mir das wichtig ist. Und meistens hat es ja wirklich so einen Unterton von irgendwie, dass sie ja die Rechteren sind, weil sie einfach weniger darüber nachdenken und jetzt quasi müssten anfangen, sich halt bemühen, dass sie mich verstehen. Und da muss ich sagen, ja, also da lassen wir die Mühe, ist okay. Also, das bringt es mir nicht. Ich finde das wirklich eine vergebene Lebensmühe. Weil ich komme nicht für sie. Sie schärfen mich dann nicht. Sie gehen mir nur auf den Sack. Und weißt, sie onboardet mich auch nicht auf ihr Ding. Ich habe ihr Ding ja meistens schon verstanden. Also, es ist ja nicht so, dass ich etwas lerne, außer dass ich wieder irgendwie einen Knöpfel habe, wo ich muss sagen, ja, okay, also jetzt tun wir das zuerst nochmal von ganz vorne erklären. Gell? Da habe ich keine Lust mehr drauf. Sondern ich brauche den Speed von irgendwie, okay, auch schon reflektiert, aber oh, aha, andere Sichtweise, geil. Wo bin ich denn da? Ah, da bin ich aber so, da bin ich total verfahren, was soll das? Und da mache ich eben schon irgendwie einen Strich langsam. Da schiesse ich auf Inklusion. Weil ja, ich aber merke, ich komme nicht führen. Ich komme nicht führen. Hätte ich das Gefühl, von ich komme führen, wäre es ja cool. Aber ich weiss nicht, ich sehe die Beauty vielleicht auch nicht von dem, eben von dem nur quasi von den widrigen Umständen lerne. Ich weiss schon, dass ich nicht nur von der Sonnenseite lerne im Leben. Aber ich muss auch nicht permanent irgendwie wirklich mit Leuten mich umgeben, wo ich muss sagen, ja gut, also, ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, aber dort ist ja immer, ich glaube, es macht es immer dann zunichte, wenn sobald die Wertung reinkommt. Und die kommt halt sehr schnell rein, oder? Also sobald irgendwie das, nicht einmal ausgesprochen, aber auch das Gehabe von, was willst du jetzt mir erzählen? Und ich habe ja die Position, oder ich verdiene so viel, oder ich habe den Leistungsnachweis, oder popipopo. Also immer die Wertung, sobald die Wertung in eine Diskussion reinkommt, dann ist es eben erledigt. Wenn die Wertung nicht rum ist, dann geht es aus meiner Sicht meistens recht gut mit dem Reden. Weil dann merke ich auch, also da bin ich voll total deiner Meinung, ich merke auch, viel bin ich an einem Punkt, wo ich wie so weit müsste nochmal erklären, bis wir an dem Punkt sind, wo wir weiter diskutieren können, dass ich immer sage, ja genau, das bringt jetzt gar nichts, oder? Ja, aber ich habe dann auch nicht immer Lust, irgendwie aufs Maul zu hocken. Je länger, je weniger.
Nein, vor allem, es ist ja nicht meine Aufgabe, permanent onzuboarden auf ein Thema, sondern ich will einfach gerne mal bei quasi du, Mondlandung, ja, ist okay, also haben wir hinter uns, okay, weiter. Und nicht irgendwie, hey, kennst du den Mond? Also wie meinst du das? Ist das die Sonne? Nein, eben, war schnell der andere. Und nachher, aha, nachher rauffliegen, oh, rauffliegen ist auch schwierig. Okay, aber das ist metaphorisch gesprochen. Einfach gesprochen ist einfach so, ja, du machst so viel, weißt du, ich komme nie so ganz draus, was du machst. Okay. Metaphorisch kannst du mir jetzt deinen Zehnten übergeben für den Trigger, den dich doch noch reingejagt hat. Doch noch. Ja, evil. Ja, schon, das nervt mich. Das ist wirklich ein Pain. Und das merke ich eben, dass da ein Vakuum gibt von denen, wo wirklich gern vielfältig sind, dass die auch wirklich die Schnauze voll haben. Und einfach die ewige, das dogmatische Fokus-Ding, oder? Dann, ja, mach doch das. Aber weißt du, das Geile ist, sogar bei den Sportlern, das stimmt eben nicht. Die Sportler, die eben quasi total fokussiert sind, sind eben nicht erfolgreich. Sondern die Sportler, also das habe ich halt auch, weil die sind mir auch recht auf den Sack gegangen, eine Zeit lang. Und dann habe ich wirklich mit ein paar geredet und nachher wirklich, wenn du dann schaust, die vielfältig trainieren und auch wirklich Zeug ausprobieren, endlos, ja, und nicht irgendwie einfach aufs eine versuchen zu kommen und dann auf dem einen umeinander reiten, die sind eben so richtig erfolgreich. Und nicht eben die einfach den ganzen Tag nur sich knechten und auf quasi, ja, auf ihre Leistung fokussieren. Das funktioniert eben schon, dort sind wir schon einen Knatsch drin, aber wir erzählen uns den ganzen Tag das Gleiche. Das ist unfassbar. Ja, eben, aber dort ist auch immer, also es sind zwei Punkte. Das eine ist das Wertethema, sobald das reinkommt, also wer ist jetzt besser und wer ist schlechter, dann ist die Diskussion eigentlich wie beendet. Und das zweite ist aber auch, dass das Fach geht in eine ähnliche Richtung, aber es geht dort noch ein bisschen ums Fachthema. Nämlich, also, meinst du Fachthema im Sinne von, so, sobald einer im Fachthema das Gefühl hat, er sagt dort erhaben im Sinn von Wissen, weil er, weiß ich, was gemacht hat, dann ist es auch schwierig, weil dann sind wir schon wieder quasi im Vergleich und dort geht es auch schon wieder um Wertung, einfach so im Fachthema rein. Es ist aber jedes Mal so, wenn aus meiner Sicht, wenn ich einen Menschen treffe, der aus seinem Empfinden heraus erzählt, was er jetzt gerade, was seine persönliche Meinung ist, und die auch noch kann begründen, ob jetzt das, was auch immer, in welche Richtung das geht, aber es ist seine persönliche Meinung, begründet. Dann passiert das nämlich nie. Dann kannst du immer, aus meiner Sicht, kannst du eigentlich fast immer reden. Es gibt immer ein Thema, wo du dann kannst sagen, ja, das ist deine Meinung, meine ist eine andere oder meine ist ähnlich. Aber dann, das will ich will ja wissen, was ist die Meinung vom Menschen. Ich will nicht wissen, was ist... Also doch, sie interessiert mich auch, was die Wissenschaft, vor allem was die Wissenschaft macht und all die Expertisen nehmen mich auch Wunder und so. Aber am Schluss vom Tag geht es doch darum, was mache ich damit? Oder? Also was mache ich aus all dem und was ist jetzt meine persönliche Meinung zu dem unter Berücksichtigung von all den, sicher auch von den Thesen, Büchern, Studien, die ich gelesen habe. Aber mich interessiert, auch bei dir, mich interessiert deine Meinung. Mich interessiert nicht, was genau, der Herr Bauer oder wer auch immer gesagt hat, sondern mich interessiert deine Meinung daraus raus. Oder? Und das ist mir viel wichtiger und ich finde, sobald man auf diese Ebene kommt, egal mit wem, dann ist wie der Druck draussen. Dann ist der Wertedruck eben eigentlich plötzlich so ein bisschen draussen. Nicht bei allen Menschen, also du schaffst es ja nicht bei allen, aber ja. Ist auch wieder dort, du merkst, dass der Werteding ist halt dann wieder mein Trigger, oder? Und ich merke, du kommst wie nicht weiter. Also abschliessende Meinungen auf der Basis oder legitimiert durch Wert von dem Mensch, muss ich sagen, hä? Fuck you. Oder? Ja. Da gibt es ja genug andere Beispiele, die eben nicht schlaue Menschen, die Schlaues rausgebracht haben, die jetzt nie irgendwie in dieser Wertediskussion gewesen sind. Also darum, ja. Ja. Was magst denn du an mir? Leck, jetzt hast du schon lange gewartet auf den, gell? Ja, ist ein bisschen länger gegangen, aber ja, es geht schon gut, weißt du, auch du darfst deine Bühne. Ja. Ich mag wirklich an dir, Flo, glaube ich, dass ich zu spüren glaube, dass du
mich ernst nimmst und was habe ich? Ich muss es nicht mehr so schön schnell aufschreiben. Vorbereitet, ja? Krass. Nein, dass du an mich glaubst. Das ist das Wort gewesen. Das ist mir heute irgendwie mal so durch den Kopf. Und ich glaube, das ist etwas, wo immer wieder gekommen ist. Also du glaubst irgendwie an mich. In den Themen oder in dem, was ich mache. Nicht, dass wir immer einverstanden sind, aber du hast mich immer auch wieder weitergebracht, weil ich mit dir zusammen können reflektieren konnte zu einem Thema, wo ich mich auch ausgekotzt habe, wo wir dann herausgefunden haben, ja, eigentlich ist es gar nicht so ein Thema zum Auskotzen, sondern jetzt bist gerade du falsch. Und trotzdem habe ich immer, wie immer, das Grundding gehabt, dass ich gemerkt habe, du glaubst an mich. Und das hat mir immer irgendwie eine mega Kraft gegeben, auch um wieder in Themen weitergehen, die ich eigentlich schon fast abgeschrieben habe und wo ich gewusst habe, jetzt muss ich wieder mal einen Flo anrufen. Und es ist auch immer so, ich weiß auch nicht, es ist mit dir einfach auch immer so schnell einfach gut. Das habe ich wie fast mit niemandem, ganz ehrlich. Also, dass ich einfach kann, also ja, das merke ich jetzt auch hier in unserem Format, rein, dass man eben uns anruft und dann sprudelt es los. Und eigentlich bin ich gar nicht so. Ja, das habe ich auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, es gibt nicht viele Menschen, wo ich jetzt länger als eine Stunde, oder nein, länger als 10 Minuten kann telefonieren. Da gibt's, kann ich glaube 3 okay. abzählen an der Hand in meinem ganzen Leben, wo ich das hatte. Und du bist einer davon. Also ja, das ist das, wie sagt man dem? Nicht unvoreingenommen, sondern das Vorbehaltslose. Ich habe immer so das Gefühl, obwohl das nicht immer ganz so ist, natürlich, wahrscheinlich, aber eigentlich ist es schon gefühlt für mich immer das vorbehaltslose Reden über ein Thema und das Glauben an mich. Ja? Danke für das. Über so lange Zeit. Gerne. Ja. Ja, heute ist Deep. Das ist ein Deep-Jubiläum. Heute ist Deep. Ja, heute ist Deep, Freunde. Ja. Und wir beziehen da gern. Thomas Gottschalk. Ich kann nochmal einen, aber das ist ja deine, das ist ja deine Paraderolle eigentlich, natürlich allgemein. Aber es ist schon so, weißt du, da muss ich auch aufpassen, weil mir, ich sage dir nachher gerade wieso. Du hast mich immer wieder inspiriert, natürlich. Allgemein inspiriert, aber auch gefördert in Themen, in Projekten, aber auch in Lebenslagen zum Teil, gefördert im Sinn von, den nächsten Schritt zu machen. Und das finde ich ist so etwas Entscheidendes, weil du kommst immer wieder im Leben kommst an einen Punkt hin, wo du eigentlich Lust hast zum Aufgeben. Dort braucht es nicht so viel eigentlich, um wieder einen Schubser zu bekommen. Und der ist aber der Moment ist sehr diffizil, finde ich. Weil du kannst dann du kannst wieder einen zu grossen Schubs geben und dann gehe ich richtig auf die Fresse. Du kannst aber auch quasi auch bremsen, was vielleicht auch nicht hilfreich ist in dem Moment, sondern es braucht ein glückliches Händchen und ein gutes Händchen, um in so einem Moment eben wie so der richtige Schubser mit der richtigen Stärke, der richtigen Intensität und mit den richtigen Worten zu machen, damit der andere einfach den nächsten Schritt macht und mit einem guten Mut. Und diese Fähigkeit hast du einfach extrem. Und das ist auch etwas, was ich wahnsinnig schätze an dir. Und zwar eben auch interessanterweise habe ich das dürfen in geschäftlichen Belangen erfahren, aber wirklich auch in privat, also im persönlichen, privaten. Also in der Selbstentwicklung, in Themen im Umfeld und so weiter. Und das ist schon, das ist noch so eine Gabe, um noch ein grosses Wort da reinzubringen. Also. Und warum, was ich vorher gesagt habe, man muss aufpassen, ist eben, weil ich dich nicht wollte in diese Position tue quasi, dass ich das auch ausgenutzt hätte. Weil das finden wir ja immer wieder. Wenn du so ein Mensch bist, wo so Sachen macht, dann wird man gerne mal ausgenutzt. Oder? Weil man immer weiss, du, ja, jetzt weiss ich gar nicht weiter, jetzt leite ich mal im Flow an. Also. Das ist jetzt bei uns gerade nicht das Thema, aber
Vielleicht, wenn man das draussen mithört. Läutet man einfach nicht an. Genau. Das ist einfach das ist klar. Nicht, das ist nicht der Nachfolger vom ja. Mike Schima. Ja, obwohl... Schön, es gibt ja, ja jetzt... Finanziell, finanziell. Meinst du, lohnt es sich? Weiß ich nicht. Aber, aber wenigstens das Plätzchen wäre frei. Ja. Gell? Es ist lieb von dir, dass du da quasi auf mich schaust. Gell? Ja, dass jetzt nicht 100 Leute anrufen, das wäre ja das Schlimmste. Nein, man gibt ja auch etwas zurück, oder? Nach so viel wohlwollenden Wort gebe ich ja gerne etwas zurück. So genau. Quasi, also, nein, rufen den Flo an. Die Nummer ist... nein, ja. Merci vielmals. Ja, nein, wirklich, Paddy. Grandios. Genau ja, das will ich. Conversion, genau. Conversion, Conversion. Cheers to that. Ja, ja, genau. Ja, das ist noch lustig, weil also ich habe das Gefühl auch, dass ich da Lust habe. Mehr, deswegen ist ja das Wort mir von den Schwellenmenschen. Schwellen, das ist zum Beispiel so etwas, das kann ich als Österreicher kann ich das nie sagen. Hm? Wie sagen die Österreicher? Ja, das ist das Gleiche, wie wo ich da hergekommen bin und ich Staubsauger gesagt habe, weil ich gedacht habe, ist immer oder? Und irgendwie Schwellenmenschen, Schwellen, ist es jetzt Schwellen oder ist es jetzt Schwellenmenschen? Oder das ist auch so etwas. Weiß ich nicht. Okay. Schwellen, ich würde Schwellen sagen. Schwellen sagen, Schwellenmenschen. Genau, also Leute, die auf der Schwelle stehen und dort so ein bisschen... Ja, stuck sind auch. Also es ist schon auch so ein bisschen, sie wissen, also weißt du, eben, sie wissen eigentlich, viele wissen ja den Schritt eigentlich. Aber dann braucht es ja noch etwas. Und das finde ich finde erstens cool, die Leute, also ich stehe dann eben gerne auf die Schwelle nebenher und sage so, hoi, was machst du? Ja, ich stehe gerade da. Wie ist es so? Nicht geil irgendwie, aber weißt du, eigentlich, wenn ich mir das überlege und dann sage ich, okay, dann laufen wir doch jetzt mal. Und das finde ich noch cool. Das ist wie so, es ist auch so ein sehr kurzer Moment, Amig. Und das habe ich wirklich auch jetzt mir überlegt, ob ich da irgendwie einen Beitrag soll leisten im Sinne von oder zurückgeben oder keine Ahnung. Ich weiss einfach das Format nicht. Ich habe null Bock auf Coaching. Ich habe wirklich, ich finde das Wort finde ich nach wie vor nicht cool. Dann habe ich mir das ja alles mal angeschaut, der Mentor, der Trainer, der Counselor, der Consultant, der Coach und so, was ist es? Am Schluss bin ich jetzt ein bisschen draufgekommen, Mentor for Pirates. Weil es ist jetzt nicht so fest wirklich der Beamte, der wirklich in seinem Hamsterrädchen happy ist, falls es den überhaupt noch gibt auf dieser Welt. Und dort drin einfach jetzt so findet, da muss jetzt nicht so viel. Also, ich hatte zwar auch gerne, ich hatte dummerweise Menschen einfach tatsächlich gerne, wenn sie nicht mir wieder blöde Fragen stellen, wo ich wirklich keine Lust drauf habe. Oder ich das Gefühl habe, ich komme nicht weiter. Aber sonst habe ich eigentlich alle Menschen eigentlich gerne, egal wer auf der Schwelle steht. Eigentlich. Und das Pirates finde ich halt cool, weil ich halt mag, wenn man ein bisschen, auch wenn der Beamte dann so wie findet, heute spitze ich jetzt den Bleistift nicht. Weißt, um das Klischee gerade nochmal so richtig aufmachen. Und dann finde ich das geil. Heute macht er es nicht. Ja, der schreibt mit einem stumpfen Bleistift. Und so Zeug finde ich halt cool, dass man dort dann irgendwie ein bisschen triggert. Und deswegen, ja, da weiss ich wie noch nicht so genau, was das aber jetzt ist. Sind das One-to-Ones? Sind das Peer-Circles, wo die Leute zusammenkommen und einfach mit mir zusammen über das reden? Ich habe gerne Gespräche. Ich habe gerne One-to-Ones, ehrlich gesagt. Zum einfach da sein für die Leute und so. Aber dann am Schluss irgendwie eben stopfe ich mir Zeit voll mit so 1 Stunde Coaching-Schissel, das habe ich nicht keine Lust. Falls ihr eine Idee habt draussen, was ich machen soll, die Gabe wäre da. Aber genau, Nummer müssen wir selber suchen. Genau. Und ja, weiss ich gar nicht. Ja, genau. Ich weiss es auch nicht, aber die Nahbarkeit ist halt für mich ganz ein grosses Thema. Also je näher ich irgendwie könnte, weisst du, in der Form merken, dass es du bist und du als Mensch bist, desto sympathischer wär mir das. Yeah. So mehr, und das merke ich in dem Ganzen, ich meine, das Coaching-Business, das geht ab durch die Decke, also beziehungsweise ob das Business selber durch die Decke geht, weiß ich gerade nicht, aber es ist einfach, die Branche, scheinbar braucht es 3 Milliarden Coaches auf dieser Welt. Yeah. Und jeder, der gar nicht weiss, was er soll tun, und schon 3 Jahre irgendwie
was tun hat, hat jetzt das Gefühl, er werde ja noch Coach. Und da gibt es dann also Coach-Ausbildungen. Und dort ist aber immer dann gross mit Zertifikaten und, ja. Mit, und je mehr Social Media Coach oder LinkedIn Coach Akquise, desto mehr könnte ich, muss ich wirklich reiern. Ja, also wäre für mich einfach nichts, oder? Also, es gibt wahrscheinlich ganz viele Menschen, die sehr dankbar sind für das. Mir löst das gerade ab. Ja. Einer sagt, nur schon, wenn ich es gesehen habe. Also, ich muss das Visual schon sehen und dann. Genau. Darum weiß ich gar nicht. Also, die Nahbarkeit finde ich extrem wichtig. Der Pirat finde ich gut. Aber auch dort ist wieder eine Frage, weißt du, es darf einfach nicht zu weit weg sein. Wenn es zu crazy ist, auch wieder, also gefühlt zu crazy, dann ist einfach wieder der Realitätsgap zu gross. Und dann traut sich die Leute wieder nicht anzulüten und. Ich weiß es auch nicht, was es ist. Ich habe gestern eine Befragung mitgemacht von irgendjemandem, der gerade die Masterarbeit schreibt, wo eine Frage hatte zu Netzwerk. Mhm. Also bist du in einem Netzwerk, wie wichtig ist der Netzwerk? Pipapo. Mhm. Was aber nie gekommen ist in der Frage, weil das Netzwerk wichtig ist, im Grundsatz, ja, kann man sagen, ja. das hat aber noch nichts mit irgendwie mit Netzwerkclubs zu tun oder Netzwerkvereinigungen oder Netzwerkhubs oder was immer das ist dann. Mhm. Und vor allem dort, ich weiß nicht, wie du die Erfahrung gemacht hast, aber bei den meisten geht es immer um das schnelle Akquise-Ding, oder? Und du mit denen reüssierst nur, wenn du irgendwie so ein Sales-Guy bist. Irgendwie, und mit denen, wo ich dort jeweils an den Tisch gehockt bin, ist garantiert, sind zwei davon von einer bekackten Versicherung, wo ich nachher garantiert weiss, dass ich übernächsten Tag irgendwie ein Telefon bekomme und sie werden irgendwie über Versicherungen reden. Oder? Und die Motive sind... Da dreht es durch. Oder? Das ist erstmal müde. Ja, sorry. Ja. Ja, nein, da schläft mir gerade das Gesicht ein, merke ich. Ja. Bei dem, ja, weil das Motiv ist dort einfach wirklich... Geschäft machen, ja, ist leise, wenn man es machen kann, aber wir müssen heute so fest, oder man hat das Gefühl, wir müssen so fest drücken und nein. Ich habe noch kein schönes Bild gefunden. Ich im Fall auch nicht. Wirklich nicht. Und die ganzen Sales Coaches haben da wirklich, da ist ja gar nichts, also da ist nichts dabei, was ich geil finde. Ist cool. Und die gerne Sales machen, denen höre ich gerne zu, weil ich sage, ja, aha, was machen sie gerne wirklich? Und die haben aber manchmal einfach auch gerne Menschen und haben aber wahnsinnig viele Standardsprüche drauf. Weißt du, auch weg von quasi, ja, weißt du, Sales, heute ist das ja viel mehr Beratung und sie sagen, ja, bla, die, bla, da, aber irgendwie. Am Schluss kommt dann gleich der Blumenstrauß für die Frau, weil man weiß, wann der Geburtstag ist und das quasi ist Beziehungspflege, weil man aber eben das Motiv hat, dass man irgendwann Geschäft macht. Und dann kommen die Sprüche wie, ja, aber ist denn etwas falsch daran, dass man Geschäft machen will? Sag ich, weißt du, hab doch mal ein anderes Motiv. Genau. Ja, und dann ist es irgendwie schon wieder fertig mit der Diskussion. Ja, gut. Aber weißt du, ist das kommunale, weißt du, früher hat man so kommunale Vereinigungen gehabt, wie irgendein Gewerbeverein. Ja. Also nicht früher, das haben wir heute auch noch. Ja. Und dort drinnen gibt es so ein Netzwerk und dort bin ich auch durchaus der Meinung, dass das im Sinn von, man trifft sich, man tauscht sich aus und man hebt sich gegenseitig Geschäft zu, in einem kleinen Rahmen oder in einem kleinen Gebiet, das funktioniert, das ist gut, dort hat es viel Gewerbe darunter, man hat auch Sachen, die man durchaus als Produkt kann anbieten kann. Ich bin immer irgendwie in einer Dienstleistungsbranche gewesen oder in einem Dienstleistungsjob, wo du einfach nicht so einfach ist können... Geschäft abdrucken, oder? Jetzt würde wahrscheinlich wieder so ein Hardcore-Sales-Fritz würde man wieder sagen, ja, weißt, ich hätte schon gezeigt. Nein, das bin ich nie gewesen, aber ich habe immer, und da bin ich heute noch der Meinung, wenn, ich glaube, verkaufen oder auch Vermarktung allgemein, um es noch ein bisschen grösser fassen, hat einfach damit zu tun, dass ich muss Lust haben mit der Zielgruppe, beziehungsweise mit dem Mensch dann, oder irgendwie mich auseinandersetzen und mit dem zu reden und mit dem irgendwie anzuhocken. Und das hat bei mir immer gut funktioniert. Ich mag mich erinnern, irgendwie schon kurz nach meiner Lehre, wo ich dann irgendwie so einen Verkaufsjob hatte, hat mir der damalige Verkaufsleiter, den ich dann gekündigt hatte, testiert, also aus mir wäre es dann
Das ist auch noch geil. Schon lange nach der Lehre. Also das mehr gäbe es also dann sicher gar nie etwas. So im Sinne von, du bist der schlechteste Verkäufer, den ich kenne. Mhm. Weil ich halt nicht seine bekackten Standardsprüche irgendwie runtergeleiert habe, weil mir die Sales-Trainings mit diesen Einwandsbehandlungen und so einfach nie in meinen Lebensstil gepasst hat. Mhm. Und ich aber durchaus dann auch mit anderen Menschen und Businesspartnern an den Tisch hocken, wo ich ja notabene heute noch Kontakt habe. Das ist ja auch noch crazy. Also ich habe das immer wieder recycelt. Also die Menschen, mit denen ich gerne geschafft habe, und ich gemerkt habe, die haben einen Mehrwert in dem, was sie machen. Mhm. Und einen tatsächlichen Mehrwert, das ist das Netzwerk. Und das baut sich über das Leben auf. Oder? Und das ist nicht, weil ich jetzt im BNI oder im Schieß mich tot Netzwerk-Dings bin und dort dreimal reinlaufe, mache ich die grossen Geschäfte. Nein, das sind Kontakte, die ich über das Leben aufgebaut habe, wo wir gegenseitig ein wahnsinniges Vertrauen haben, irgendwie auch. Mhm. Wobei ich dort auch merke, dass nicht viel retour kommt. Also es gibt dann auch, also die das so machen, wie ich das mache, oder wie das vielleicht auch andere machen, aber auf denen, das ist nicht Mehrzahl. Also es ist nicht so, dass ich dreimal in der Woche auch ein Telefon bekomme und dann sagt, hey Lotti, wie geht's dir? Ich hätte übrigens noch ein Geschäft für dich. Nein, das passiert nicht. Mhm. Muss ja vielleicht auch nicht. Ist ja okay. Was magst denn du an mir so? Oh, schau, es kommt mal von hinten. Jetzt müssen wir langsam, weil sonst die 30. Sendung... Schau, was nimmt sie dort aus dem Giftschrank? Sie nimmt etwas aus dem Giftschrank. Oh, schau jetzt, was nimmt sie aus? Das Pflaster? Ja, bei dem Wäscheaufhängen hat sie sich den Nagel... Ah. Beim Wäscheaufhängen hast du den Nägel kaputt gemacht. Geschnitten. Mit der scharfen Unterhose. Ja. Bist du bereit? Ja. Warte, ich nehme einen Schluck. Ja. aus dem Quell, frisch. Sehr schön. Ja, was ich an dir mag, ist deine wirklich grosse Wärme. Und dein grosses Willkommen zu eigentlich eben, zu, auch wie ich bin, also dass du mich auch so nimmst, wie ich einfach bin. Und eigentlich, ehrlich gesagt, hast du aufgehört zu fragen, dass, also weißt, oder auch sagen, ich komme nicht raus und ich bin jetzt nicht fokussierter. Hast du wie aufgehört? Und da bin ich eigentlich sehr froh auch, also dass ja, das habe ich jetzt von dir nicht auch noch gebraucht. Und das hast du irgendwie wie aufgehört. Das ist irgendwie nicht mehr da. Das können wir ja sonst mal noch besprechen, warum es nicht mehr da ist. Aber da danke ich dir. Und das glaube ich aber, geht wirklich auf das, dass du einfach auch Sachen embracest. Irgendwann ist es für dich dann wie gut und du kannst dich darauf einlassen. Und dann musst du gar nicht mehr so viel fragen. Und du gehst ihm auch mal einfach nach. Wie ist es denn echt? Anstatt ich muss es verstehen. Und das connectet, glaube ich, zu deiner Sensorik, sage ich jetzt mal. Nicht eben Sensibilität. Und ich finde, ich mag auch wirklich sehr deine Sensorik. Du spürst gut und viel. Und gut im Sinne von nicht wertend gut oder schlecht, sondern im Sinne von gut, ich merke, dass du aufnimmst. Und auch willst du aufnehmen. Und das finde ich einen wichtigen Beitrag zu der Welt. Dass man das eben will, verarbeiten und nachher etwas daraus macht. Und ich glaube, das macht mir dann auch irgendwie, also ja, ich schaue dir auch gerne zu, weißt, was macht er denn echt jetzt? Irgendwie, was überlegt er sich jetzt? Und da gibt es aber noch ganz viele Ecken, die wir noch nicht erkundet haben, muss ich ja sagen. Obwohl wir jetzt so viel miteinander tun, ich weiss nicht viel in gewissen Ecken, wo wir uns aber auch irgendwie Raum und Zeit lassen, dass der vielleicht mal kommt. Vielleicht aber auch nicht. Und das finde ich auch geil. Also im Sinne von Wärme und Willkommen heissen, eine Neugier, wo man gemeinsam auf Weg und dann aber den Raum, ob es dann kann sein, also soll sein oder auch nicht soll sein. Ich meine, das finde ich schon noch eine gute Basis für einfach... Kann ich aber wie auch zurückgeben, oder? Also das ist so, der spüre ich eben auch. Also es ist dann wie auch nicht, und das gibt eben auch so einen, das nimmt einfach auch den Druck. Also, oder nein, es nimmt nicht den Druck, sondern es gibt nicht noch einen zusätzlichen Druck wieder dazu. Ja, noch einen, ja.
So. Genau. Es ist nicht ein Druck gekommen, der jetzt irgendwie weggeht, aber es gibt keinen dazu noch. Ja. Und das mag ich auch sehr. Mm. Mag ich wirklich auch sehr. Ja, und wir halten irgendwie, glaube ich, würdevollen Umgang miteinander tatsächlich recht hoch. Ich weiß nicht, ob Würde, ja. Also im Sinn, also einfach der Umgang. Ich weiß gar nicht, was Adjektiv so genau ist, aber der Umgang miteinander ist recht, ja, eben respektvoll, würdevoll. Ja, Respekt ist es wahrscheinlich schon am Schluss vom Tag, oder? Es ist irgendwie das Wertschätzen vom Menschen gegenüber mit seinen Sachen, die er macht, wie er denkt, wie er tut, mit den Launen, die manchmal so sind, mal so, ja. Wo aber irgendwie auch, also, wo irgendwie auch so ein bisschen das Abbild dann, vom Leben sind, oder? Mhm. Das ist auch nicht so, dass wir dann irgendwie nur, und das dürfen wir auch noch aus dem Nähkästchen plaudern, also es gibt es durchaus auch, dass wir, wenn wir dann irgendwann den Aufnahmeknopf stoppen, auch nach einer Stunde 20, dann nochmal eine Stunde weiter schwätzen. und das nicht noch aufnehmen. Und das ist aber dann gleich irgendwie auch noch. Und aber auch nicht das Thema, wo man nicht könnte weiter rekorden, sondern es ist mehr ein Schutz für euch draußen, um irgendwann einmal abklemmen, bevor irgendwie es hoher heiß wird. Ja, aber wir könnten dann gleich irgendwie noch weiter sinieren, weiter schwätzen und weiter genöffeln. Ginöffeln finde ich auch noch geil. Auch noch geil. Aber du Ginöffel ist nichts Positives. Ist etwas Positives? Nein, ja, schon nicht. Aber den habe ich noch nicht so viel gehört in der ganzen Laufzeit. Aber immer wenn du den bringst, dann weiss ich, jetzt ist es schon ein bisschen ernst. Der Ginöffel ist ein so ein bisschen lieb ausgedrückter Futzdubbel. So. Sag ich das? Nein, habe ich jetzt gerade gesagt. Aber weißt du, wenn du sagst, oder wenn man sagt, wenn du Ginöffel kassierst. Wenn du Ginöffel sagst, meine ich. Ja. Mhm. Habe ich, glaube ich, sonst von niemandem gehört. Jetzt. Ginöffel. Ginöffel. Ja, dann ist ernst. Dann ist es sehr ernst. Sehr ernst. Ja, apropos ernst, also ich glaube, wir haben erfüllt, oder? Ja. Also am Service danke, für... Also weißt, es soll ja auch nicht so ein bisschen schwermütig jetzt daherkommen. Ich nehme, also danke vielmals, Flo. Ich bin eben auch nicht so gut im Kompliment entgegennehmen, muss ich wirklich sagen, das muss ich noch ein bisschen trainieren. Ist das so der Selbstliebe-Kurs? Ja, braucht es nicht so einen Kurs. Also was ich wirklich empfehlen kann, ist wirklich Christine Neff. Self-Compassion Workbook. Das ist wirklich cool. Das wäre so der Moment, wo du wieder könntest aufschreiben könntest. Self-Compassion, jawohl. Ja, Self-Compassion Workbook von der Christine Neff. Die hat das erforscht. Das ist eigentlich quasi eine Self-Compassion-Forscherin. Und die habe ich recht schätzen gelernt, wie sie es macht und was sie macht und wie man irgendwie zu der Self-Compassion auch kommt. Christine Neff, Christine Neff, ja. Neff, N-E-F-F. Ja. Und das Workbook hat sie zusammen gemacht mit einem und das gibt es auch für Teenies übrigens, finde ich auch recht cool. Also quasi das Self-Compassion Workbook auch für Teens. Und dort hat es einfach viel Reflexionssachen drin und auch aber eben Übungen, wie man zu dieser Self-Compassion kann sich annähern, dass man sich nicht den ganzen Tag in die Fresse hält. Aber übrigens, da vielleicht schon auch noch anschliessend noch gesagt, oder? Da haben wir, glaube ich, auch, das ist so ein bisschen reflektierend, weil das haben wir in einer Sendung 13, 12, 11, 19, 18, 7, 6 gehabt. Habe ich ja auch Menschen, so ein bisschen in meinem Umfeld, die immer schon viel besser haben können, ihre Gefühle beschreiben, zum Beispiel. Oder einfach beschreiben, was ihnen gut tut, was ihnen nicht gut tut, wie sie sich gerade fühlen, wie sie sich nicht fühlen. Mhm. Und so, und das aber jetzt ohne irgendwie komisch, sondern die machen das so ein bisschen intrinsisch auch wieder eingewachsen, könnt ihr das. Ja. Und das hat mir immer wahnsinnig imponiert. Ja. Weil ich dann dort dann auch immer sehr zurückhaltend bin. Und ich aber auch gar nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt. Also ich finde ja dann, dass jetzt meine Gefühlslage nicht gerade das Weltbewegendste ist, was es gerade gibt, sondern ich finde alles, was rundherum passiert und wie Menschen passiert, die jetzt gerade um mich herum sind, finde ich auch viel spannender, als jetzt irgendwie meine Geschichte zu erzählen.
Mhm. Oder? Und irgendwie beschreiben, wie es jetzt mir geht. Das finde ich auch gar nicht wichtig. Aber ich glaube, auch das tut gut, auch mit dir manchmal, weil das kann ich mit dir. Wir können das irgendwie, glaube auch gegenseitig, dann irgendwie einmal schnell auf deren Ebene eben miteinander reden und sagen, wie es denn geht bei dir und wie es bei dir. Das kann ich sonst auch nicht so viel. Mhm. Mache ich auch nicht so viel. Eben, weil ich aber mehr aus dem Ding raus, wie ich das Gefühl habe, ja, also ich habe wieder etwas zu jummern, tut mir jetzt wirklich etwas so weh, dass ich jetzt irgendwie zum Arzt müsste. Also, aber da muss man nicht drüber reden. Das sind Themen, oder? Ja. Das finde ich viel spannender. Ich glaube, es liegt mehr daran, dass ich alles rundum immer viel spannender finde, als jetzt bei mir. Ja. Naja. Naja, ich sage immer wieder, eben, was ist das Motiv dahinter? Finde ich schon recht abgefahren. Warum magst du das nicht, oder? Und es ist recht eindrücklich, bei Leuten zuzuschauen, wo quasi, wenn es dann eine Legitimierung gibt, warum sie es machen, und plötzlich zum Beispiel von sich selber lieber erzählen, weil es zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt bin jetzt nicht ich, aber es gibt zum Beispiel halt, oder irgendwie, wo im Human Design sehen, hey, ich bin eigentlich Alpha, ich bin eigentlich eine Alpha-Persönlichkeit, ich kann eigentlich herstehen, und die Leute hören mir eigentlich sau gerne zu. Aber weil mir permanent mein Saboteur oder meine Saboteure sagen, das darfst du doch gar nicht und darfst nicht so führen treten, mache ich es nie. Und in dem Moment, wo sie aber quasi vom Human Design bekommen haben, fangen sie das an, wie als einen Referenzpunkt nehmen und sagen, ja gut, also ich meine, okay, jetzt ist das mal da rausgekommen, vielleicht andere brauchen vielleicht noch 3-4 andere Referenzpunkte, die das Gleiche einschenken. Aber irgendwann sagt man, hey, ich bin glaube einfach im Fall wirklich Alpha, ist okay, die Leute hören mir gerne zu, ich darf von mir erzählen. Und dann geht ja Post ab. Weil dann kommt die Self-Acceptance, oder? Und dann kommt so die allgemeine, ja, dann zieht wirklich die Akzeptanz ein, dass das scheinbar okay ist, dass ich so bin. Dann fragt man vielleicht noch 2-3 Mal, du, bin ich dir zu viel oder nicht, oder wie auch immer, oder? Aber, also das finde ich schon recht eindrücklich, was man dann kann beobachten, was dann abgeht. Nur weil quasi eine Bewilligung sozusagen, Einzug haltet, wo man sich aber es eigentlich selber gibt. Das finde ich krass. Ja, aber eben dort, das ist genau die Gratwanderung von dieser Diagnose, die ich vorher so ein bisschen erzählt habe. Also der Referenzpunkt kann natürlich auch beim einen oder anderen einfach als Diagnose nachher für seine beschissene, bekackte Art, die er einfach an sich hat, dann verwendet werden und sagen, ja sorry, ich kann dies und das und darum bin ich jetzt einfach so. Also ja, genau. Nimm oder stirb. Nein, das bleibt der Verantwortung. Also Bewusstsein ist sowieso immer... Bewusstsein ist nie einfach haben und ist ohne Verantwortung. Mit jedem also wenn das Bewusstsein wächst, wächst die Verantwortung dafür. Da bin ich recht überzeugt. Ja, aber ich glaube, das ist so ein menschliches Ding, oder? Dass man noch gern dann in... Also grundsätzlich ist man ja immer auf der Suche nach einem Grund für. Ja. Ob jetzt das, weißt jetzt, physisch ist, mit irgendeinem Thema, das du hast, oder irgendwie, dort hilft es ihm eigentlich, eine Diagnose zu haben, aber eben auch nicht immer. Also es ist auch dort so, dass... Ja, das kann auch mega viel zerstören. Also ja, es ist nicht nur, dass sie die aufbaut. Also es kann auch sein, dass dich das framed for life. Eben, wie der andere, den du dir heute noch erzählst, der hat mir gesagt, aus dir wird nichts, oder? Ja, voll. Also, voll. Der ist dir nicht egal. Ja, er ist selig mittlerweile. Okay. Also er doch. hat sich dann wie selbst befreit. Ja. Ja, aber die Sätze sind eben, wie du ja vorhin gesagt hast, oder, wenn ich dann mit den Leuten auf der Schwelle stehe, ist mir die Verantwortung, die ich jetzt reinkippe, ist mir recht klar. Und versuche ich in dem Sinn keinen Fehler zu machen. Oder einfach, weil ich jetzt quasi, weil mir jemand die Erlaubnis gegeben hat, mich mit ihm überhaupt auf die Schwelle zu stellen und mal dort ein bisschen zu wippen und zu schauen, heisst das nicht, dass ich, also ja, bleibt die Verantwortung, also heisst das nicht, dass ich jetzt dort einfach machen kann, was ich will, sondern es ist eigentlich, es geht um das Leben von dieser Person, die auf der Schwelle steht und nicht um mich. Und aber ich glaube, weißt du, das ist auch nicht ein Punkt gewesen. Ich glaube, du bist dir sehr klar darüber, was das auslöst oder was passiert. Ich glaube, es sind mehr auch Menschen, ich sage jetzt mal Menschen im Allgemeinen, die gerne einen Referenzpunkt oder die vielfach einen Referenzpunkt nehmen, um etwas erklären, damit man sich nicht muss mit ändern. Dem ja. Ändern oder nicht auseinandersetzen. Ja. Also ich meine, das ist der Klassiker. Ja, ist der Klassiker. Du kannst sagen, ja, weißt du, ich kann ja. dies. Aber das habe ich jetzt auch wirklich gemerkt nach dem Human Design Reading, oder?
Und auch die Reaktion von der Niki, oder? Wo dann irgendwie sagt, ja gut, aber im Sinne von, also ist denn das jetzt fix, oder? Ist denn das jetzt fix, oder was ist jetzt los, oder? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass sie da nicht so Lust drauf hat, dass jetzt da irgendetwas so fix wird. Und dann habe ich mal nichts gesagt und gewartet. Und jetzt hat sie sein eigenes Reading gemacht, damit wir irgendwie einfach ja, vom Gleichen reden oder die gleiche Erfahrung irgendwie oder Informationen da haben. Und jetzt irgendwie ist es aber auch wie okayer. Also ja, das ist ja oft noch so, oder? Ich glaube, das ist auch die Problematik von der persönlichen Entwicklung, wo ich wirklich einfach unfassbar finde, warum wir Männer auf das keine Lust haben. Warum wir meinen, das löst sich alles von selber und mit ein bisschen Fußball und ein bisschen Feuerchen im Wald kommt das dann schon gut. Das ist kein... Das ist also nicht die... Ja, einfach die Fragen. Weißt du, die Fragen, wo wir ja nicht haben. Aber wo wir so ein bisschen, ja, da schaut man nicht so her, da müssen wir nicht so her schauen und weißt, wir müssen nicht so reden. Und die Frauen aber lustigerweise unterdessen eigentlich eine Hardcore-Vollgas-Persönlichkeitsentwicklungsphase dann schnell herlegen. Meistens nach 10 Jahren Kind kommt die Phase, wo sie einfach keinen Bock mehr haben, also ja, das jetzt weiterführen und bildet sich einfach auch weiter und wollen eben weiterkommen oder wollen quasi jetzt nach dieser Zeit ja, einfach ihren Ausdruck mehr leben und nicht quasi nur Fürsorge. Und wir stehen wie Vollpfosten daneben. Also ich jetzt wieder mit einer mal geredet, 35, gell? Ich bin jetzt nicht bei den U60er. 35, wenn die mir von ihrem Mann erzählt, weiss ich gar nicht so recht, ob der also hätte schon einen Rollator oder nicht. Also weißt, also so altes Gedankengut. Und dann wirklich nebendran stehen, in der totalen Überraschung, dass sie quasi eigentlich Koffer sind, schon gepackt. Und dann nachher quasi, also wirklich im Vollreflex, und das ist wirklich auch etwas, was ich auch kenne. Weil ja, ich habe es auch nicht anders vorgelebt bekommen. Im Sinne von, Schatz, weißt du, also, meinst du, soll ich da mal noch in Staub saugen? Ja, nein, wirklich das Level. Und das ist wirklich definitiv nicht der Moment für Staubsaugen und sicher auch nicht fragen, sondern einfach entweder machst du jetzt die verdammte Ecke, wo du das Gefühl hast, dass du musst, also siehst du überhaupt Ecken, wo du Staubsaugen musst, und wenn du sie siehst, Gott verteile, mach sie einfach. Aber übrigens geht es eigentlich darum, dass du emotionale Intelligenz lernen sollst. Das wäre mir wichtig. Und nicht, dass du Staubsaugst. Und da ist wirklich, da ist ein grandioser Gap. Und da habe ich wirklich gemerkt, also ja, da verstehe ich uns Männer echt nicht. Ja, aber da ist der Neid ist nicht da. Also weißt du, du kommst ja durch mit dem Stereotyp. Und easy kommst du durch. Ja, wirklich easy. Also weißt du, du kommst keine Schnurren über, es steht kein Schmierlappen vor der Tür, der sagt, hey Junge, das geht nicht. Es passiert wie nichts. Ja, oder? Sie geht mit Kind. Aber das überlebt man. Weißt du, das geht ja. Ja, klar. Darum sage ich, das ist dort und da merkt man aber auch bei den grossen Veränderungen, fast in jedem Bereich braucht es irgendwann den Aufstand von einer grossen Gruppe, die ansteht und sagt, hey, sorry mal schnell. Es ist, glaube ich, jetzt Zeit übrigens, dass wir ein Frauenstimmrecht einführen. Also es ist wie fast an jedem Punkt, instabil. An jedem Punkt ist es eigentlich so gewesen, dass irgendwann eine grosse Gruppe muss anstehen und es langt eben nicht. Das ist mir gerade nochmal bewusst im Kontext von der Klimadebatte, wie entscheidend und wichtig dass es einfach ist, dass man nicht einfach sagt, ich esse jetzt mal kein Fleisch und dann das Gefühl hat, das langt. Es langt alles nicht, oder? Es langt wirklich nicht, sondern man muss etwas machen, wo krass ist eigentlich. Und dann muss noch eine Gruppe sein, die das gleich krass macht und irgendein anderer steht und sagt, hey, sorry, jetzt braucht es eine Veränderung. Und dann passiert sie, oder? Aber im Moment hat der Stereotypen-Mann hat ja gar keinen Druck. Muss gar nichts. Nein, der muss nichts. Also eben deswegen da, ja, eben. Also das ist so spannend, oder? Weil mit dem Unfuck, Unfold Yourself-Experiment, wo ich ja wirklich gesagt habe, ich mache es für 10 Männer, was ich habe ja schon gar keinen Bock, eigentlich nur mit Männern was zu machen. Aber Frauenreaktion, wirklich, Nummer 1. Ich schicke dir all meine Männer. Denkst du, wer denn du alles?
Ja, egal. Von meinem Partner bis zu meinem Chef und alle Männer in meinem Team. Dann sage ich, ja, ist okay. Übrigens, es meldet sich kein Mann an. Ah, okay. Ja. Nein, vielleicht sollte ich es ihnen nicht sagen, sie sollten schon von selber. Nein, von selber kommen sie nicht. Und das ist wirklich eindrücklich. Und ich habe wirklich unterdessen die Theorie, die ich wirklich ja total geil finde von der Argumentation, der Marktwert von diesen Männern, die das nicht machen, wird so sinken, dass ja, wirklich... Aber nicht heute Morgen, oder? Nein. Aber über den Marktwert habe ich das Gefühl, ist noch ein Hebel da. Wenn er wirklich auf Paar schiebt, dann gar niemand mehr, weißt du, wirklich so im Sinn von, weißt du was. Nein, aber dort funktioniert, weißt du, dass der Marktwert in dem Bereich, über das ist Tinder, das ist Konsum. Da hat das nicht mehr mit, sondern das ist Menge. Oder? Dort geht es gar nicht um, obwohl sich alle dann die Beziehung wünschen, ist auch wieder die Entscheidungsmüdigkeit. Ja, ich liebe das Wort. Ja. Wirklich ganz neu. Ja. Aber dort, auch dort wieder, man will ja wie nichts verpassen. Also man will mal ganz viel probieren und geht dann wie so in den Dings rein, dass man vor lauter Ausprobieren gar nicht mehr merkt, dass man gar nicht zu dieser Beziehung kommt und mit 40 merkt, ah, Familie wäre jetzt noch leise gewesen, aber ist jetzt leider zu spät. Irgendwie so, oder? Mhm. Und das andere ist auch, habe ich ganz geil im Reporter, glaube ich, so ein neues Buch, das ich entdeckt habe, so ein Magazin, so ein dickes Magazin irgendwie, bricht ihnen über Shell. Mhm. Oder? Und Shell hat so einen Typ, das ist so ein, ich weiß gar nicht, seine Jobbezeichnung nicht, aber er kümmert sich um die Nachhaltigkeit, um die Nachhaltigkeitsecke von Shell. Mhm. Also das ist ja schon lustig, oder? Ja, ja. Und dann merkst du auch, das geht ist jetzt gross, aber so ein bisschen metaphorisch vielleicht noch passend, oder? Also auch Shell irgendwie sagt, ja, bis 2050 sind sie klimaneutral. Aber wie sie dort kommen, wissen sie nicht. Und sie werden auch 2050 werden sie immer noch die Hälfte von dem Öl fördern, was sie heute fördern. Sie werden es dann einfach über quasi CO2-Kompensationen und CO2 aus der Luft absaugen und unter die Erde buddeln und vor allem die CO2-Kompensation auf die Endkonsumenten abwälzen. Und also weißt du, das ist so absurd. Ja. Yeah. Wenn du das lesest. Okay. Und aber genau gleich ist das die Geschichte mit der Männerwelt. Weil es sind ja noch alle in diesen Positionen, wo sie sind. Sie verdienen genug Geld. Sie werden immer noch bevorzugt behandelt in der Weiterbildung. Wenn die Familie kommt, sind sie immer noch zu grossen Teilen so bevorzugt, dass die Frau halt einfach daheim ist und sie gehen arbeiten. Und auch das Thema ist so absurd am Schluss des Tages, dass... dass eben der Neid gar nicht da ist im Moment. Noch. Da würde ich wirklich gerne, oder quasi zum Abschluss, Paddy, ich leite mal ein, yes. Sag's mal, zum Abschluss, würde ich wirklich gerne den Michael Braungart von Cradle to Cradle zitieren, der, der quasi die Kreislaufwirtschaft prägt und auch recht ein Vordenker ist, wo wirklich gesagt hat, 2 am Morgen in einem Hotel, hat er mir gesagt, weißt du, 10% weniger Scheiße ist immer noch nicht gut. Ja. Ich trifft es auf den Kopf, oder? Genau. Ja, aber wir wollen nicht schwermütig enden, weil... Oh nein, dann mal rauffahren. Und Jubiläum! Ja, eine legendäre Jubiläumssendung von... Du, es sind nur ein bisschen mehr als 2 Stunden geworden. Ja, vielleicht machen wir aus dem, weiß ich nicht, 10 Sendungen. Ja. Aus 30 und 31. Ja, also 30 bis 40 einfach, gerade in einer. 30 bis 40. Ja, die hauen wir jetzt mal raus. Und ganz gespannt wäre ich, wer da zulässt bis zum Schluss, wer sich das getraut, wer durchheben will hat bis zum Schluss. Und um das herauszufinden, haben wir jetzt eben ein Codewort. Und das ist Einhörnchen. Das Codewort ist Einhörnchen. Schickt uns doch das Codewort und wir überlegen euch ein Geschenk. Für alle, die da, uns das zurückmelden, überlegen wir uns ein wunderbares Geschenk. Vielleicht eine kleine Elfen oder irgendetwas. Kleine Elfen, ja, genau. Okay. Und ja, und was ich auch wirklich total Lust habe,
Corona hier oder her. Aber ich würde wirklich, ich hätte jetzt mal wirklich Lust auf eine erste Stubete. Ich würde wirklich gern, aus einem Wohnzimmer senden, wo nicht unseres ist. Geil. Also, wer meldet sich da aus? Wer meldet sich? Wir kommen zu euch. Mit Maske, total konform und auch von oben bis unten desinfiziert kommen wir. Der Paddy ist eh oben schon glatt. Der hat sich ja den Ding-Trimmer gekauft. Hey, der kommt, der Balls. Der Balls. Trimmer. Und er ist jetzt mal getestet quasi oben. Und von dem her, das, wir sind wirklich desinfiziert und Corona-frei und BAG-konform würden wir bei euch einfach in die Stube hocken und von dort senden. Ihr dürft ja, alle eure Freunde bringen. Ja, voll. Wir machen mit, bringen Themen rein. Also nein, Themen bringen wir mir und wir schwätzen einfach. Nein, Themen bringen wir gar nicht, wir schwätzen einfach. Ja. Wie immer. Wie immer. Ein Gelaber. Zwei Stunden, lieber Flo. Ich freue mich auf weitere 40, 50, 60, 70 Stunden mit dir. Sehr schön. Auf die nächsten 30. Ja. Oder wie auch immer, oder? Also, ja. Und danke euch draußen, die, die uns hier begleiten, mit uns mitkommen. Ah, wir haben so Freude. Oder? Ja. Haben wir Freude? Haben wir Freude? Aha, Freude. Ich fade mal die Freude rein. Und wie immer, wenn es glücklich kommt, ist es Zeit zum Reflektieren. Das Bilfi glücklich. Genau. Mit der Paddy und ich reflektieren einfach wahnsinnig gerne. Und wir suchen ja da Gleichgesinnte. Und wir haben jetzt quasi aus diesen zwei Stunden mal überlegst, was alles zu überlegen gibt, da würde uns freuen. Voll. Ich habe heute mit Olivia noch geredet über, wir lesen gerade «Der Phil und Sophie», das Buch, wo man Philosophie den Kind kann ein bisschen näher bringen kann. Und da geht es so ein bisschen am Anfang darum, dass man seine Gedanken sortiert oder dass man sich überhaupt mal Gedanken über Gedanken kann machen kann. Hat sie ja total abstrus gefunden. Mhm. Aber geil, das finde ich eben geil, wenn man es abstrus findet. Sehr geil. Da habe ich heute auch noch eine Darstellung gesehen, und zwar ist da gestanden, wir haben ja irgendwie 50'000 Gedanken pro Tag. Wir haben aber, das müsste ich schnell spicken, 86'400 Sekunden pro Tag. Was machen wir denn mit diesen 86'400 Sekunden oder Gedanken, wo nichts ist? Das lassen wir offen, jetzt, liebe Leute. Schönen zweiten Advent, dritten, vierten, fünften. Ciao zusammen.